Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aliro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich muss, glaube ich, noch mal laden, weil es ist gerade direkt ein Viech auf mich zugelaufen und ja, ich habe keinen Bock auf den Kampf, deswegen ja, lade ich noch mal hier. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns die versunkene Grotte angeguckt, nur um überhaupt nichts zu finden. So ein paar Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind und so, müssen wir wahrscheinlich irgendwann später hin. Ich weiß jedenfalls noch nicht, was da zu machen ist. Wir haben den Hexerring auf Level 5 aufgepackt, ne? Ja. Und ja, wir machen heute ein bisschen in der Story weiter. Und ja, egal wo ich mich hin teleportiere, egal wo ich hinfliege, es kommt irgendwie eine Cutscene. Und okay, schon direkt, wenn ich abhebe, kommt schon eine. Alles klar. Letztens war nur, wenn ich mich irgendwo hin teleportiert habe. Also ja, so Todeshaufen. Ja, das kommt noch. Wir müssen erst den stärksten optionalen Boss dieses Spiels wahrscheinlich erledigen, ne? Das läuft doch immer so. Ich merke, jeder hat ein Kostüm an. Wie viele von denen haben wir eigentlich schon? Yuri hat eine. Carol. Judith? Ich weiß es gar nicht. Fehlen jedenfalls noch ein paar. So, ich glaube, da, wo die ganzen Wellen sind, da müssen wir sogar hin, ne? Immer wenn ich irgendwie da in der Nähe hingeflogen bin, ist direkt eine Cutscene aufgeploppt. Also ja. Man, da geht die Story weiter. Also gucken wir mal, was jetzt hier so abgeht, was wir machen müssen. Wir müssen, glaube ich, Flynn irgendwie aushelfen, der gerade in Schwierigkeiten ist, ne? Was? Ja. Ne. Wahrscheinlich. Rita. Mal testen, ob das überhaupt bringt, ne? Gegen die Monster nicht funktioniert, damit es gegen den Artefakt auch nicht reichen. ひとを救えるものって信じたいから。そうね。これぐらいバーンとできちゃわないと星はみになんて通用しないわ。そう。なら、そうしましょうか。それで具体的にどうするの？ あれ、これ。簡単でしょ？簡単だな。おいおい。ね、せっかくだからその装置名前つけようよ。リタ製デインノモスじゃあんまりだし。keine Ahnung, wir nennen doch auch die ganze Zeit Estelles Kraft einfach Estelles Kraft, also. Darüber machen die sich jetzt Gedanken? Stärkste auf der heldenmutigen Vesperia. Okay. Nur sagst. Sowieso nicht funktioniert, wäre zu einfach.
damit irgendwie, weil ich die Hauptbösewicht dieses Spiels hier kaputt kloppen können. すごい状態。あの中に突っ込むんだ。見て、あそこ。おいおい、相当追い込まれてるぜ。見えなくなってしまったのじゃ。急いだ方が良さそうね。思い切って突っ切りましょう。行くぞ。あぐれるなよ。 Na dann mal los. So, erst einmal das Schlüsselobjekt. Wen nehmen wir denn hier mit? Weiß ich nicht. Ich rechne ehrlich gesagt nicht, dass wir gegen Bosse kämpfen müssen gerade. Also hoffe ich mal. Nee, das wird nicht so viel bringen hier. Gott. Ey. So viele Gegner. Alles, oh Gott, alte. Nee, das macht muss nicht. Boom. Klatsch. Okay. Bin vergiftet, was? Boah. Ey, geh weg. Ich nehme an, wir müssen den Leuten hier den Viechern hier aus dem Weg gehen, ne? Sieht schon so aus irgendwie. Ne, geht weg. Für den sah jetzt nicht so aus, als wäre er so weit weg gewesen. Da ist er doch. Was heißt der Typ? Oh, er ist tot. Oh Gott, in der Gegend. Mein PS4 geht gerade voll ab. Zu Fuß. Geh ganz ruhig. Meine PS4 ist voll am Kollabieren. Schon eingetrennt. Flynn hat sich der Gruppe angeschlossen. Ich hoffe, du hast aktuelle Ausrüstung. Oh, jetzt zwei, wir sind zu dritt. Was, nur jetzt zwei? Nein. Mondschein Aqua, das ist doch die gleiche Waffe, die du vorher schon hast, ne? Sentinel plus 1. Weiß noch nicht, wie lange du uns jetzt hier wieder erhalten bleibst, aber bevor du wieder hier abhaust, ne? 240, 340. Schon bessere Sachen. Nö, sieht nicht so aus.
Wohl das hier. Ja. Ja, mal los. Ja, zu dritt werden wir schon schaffen. Obwohl, vielleicht bin schon wieder vergiftet. Das gibt's jetzt nicht. Die unterhalten sich gerade, aber ich verstehe natürlich nichts, weil kein Untertitel und so. Alter, hab ich geblockt. Komm her. Oh, diese Vergiftung geht mir gerade auf die Nüsse. Soll ausgerechnet jetzt wieder sein, ey. Nein, nicht angreifen. Gut gemacht, Fan. Schließt sich unsere Truppe dauerhaft an. Komm. Ich habe mich schon für ihn, keine Sorge. Ich hau dir in den Hintern, ja. So. Und stand da Ultra Hund. Ach, jetzt ist er schon tot. Da kommen immer mehr Gegner, oder? Also kommen immer mehr Gegner. Ja. Boom, weg mich. Weg mit dich. Ja, ich sehe nichts. Repeat, klauen ein paar Sachen. Jo, jawohl. Also sogar direkt gemacht. Aber ja, tödlicher Schlag habe ich gerade gesehen. Langsam kann der Kampf am Markt zu Ende sein. Vor allem, weil meine TP alle gerade ausgehen. Ich sag mal, ein paar ruhig niedriger Level Gegner reinpacken können. Gibt es dann wo? Das kann ich Schild bringen gar nichts. Das haut er wieder ein paar Schritte ab. War willst du mich auf den Arm nehmen jetzt? Boah. Dann komm du. Ja, und kaum, ja, kaum gehe ich mal weg von dem, ey. Kommt er schon und rennt auf mich zu, ey. Dann kommt schon wieder neue. Ich hoffe, ihr überlevelt hier nicht. Ich mich ein bisschen nerven. Flynn, was machst du da? Der läuft auf der Stelle, der besser. Was machst du da? Er gibt jetzt einfach nicht. Er glitscht ja voll weg. Ey. Ich habe ein paar Spezifik, die sollte ich vielleicht benutzen, aber nee. Oh. War, glaube ich, gut, dass ich diese eine Waffe habe. Die Ruhm, ne? Vor allem, ich weiß auch genau, was passiert. Ich setze so ein Spezifik ein, ne? Spezifik, Spezifik.
und direkt danach endet der Kampf oder so. Pass auf, weißt du, wer hier abläuft, ey. Ich hoffe, jetzt die ganze Zeit nicht irgendwie ein neues Monster zwischendurch aufgetaucht. Boah, rennt der schon wieder weg, ey. Aha. Was kommt? Ist jetzt mal. Oh, ich bin schon wieder vergiftet, ehrlich. Dann halte ich mich hier mal. Oh, nein, ich habe nichts damit getroffen. Okay, jetzt ist langsam mal gut mit den Gegnern, okay? Und so, ein Geh weg. Ich hoffe, wir kriegen ja ein paar LP und so, ne? Wir wollen ein paar Sachen lernen. Also Flynn. Mehr oder weniger. Da kommen schon wieder neue Monster. Hallo? Viele müssen wir denn erledigen? Ja. Aber ja. Was kommen so viele, können ja doch gar nicht mehr sein, ey. Ja, da kam schon direkt das nächste Viech, ey. Na gut, dann setzen wir mal einen links ein. Ich werde schon direkt zaubern, ne? Hey, gar nicht aufzukommen. Ja. Ja, stimmt, als jeder Boss hier. Noch haben wir es jetzt bald. Nee, jetzt sind immer noch welche. Doch, gestochen, weg bitte. Klatsch. Nein, Flynn. Oh. Zornnagels gedenken, was? Muss neu. So, ich will was von dir klauen. Weiß ich nicht. Komm schon. So bestimmt was Neues. Bärenklaue. Hey, die brauche ich auch irgendwie was, glaube ich. Ich glaube, die brauchte ich. Ich habe die schon irgendwie irgendwo mal gefunden. So, nur noch du, alles klar. Schicken die mir ja noch einen Boss irgendwie rein oder was? Wohl Boss trifft jetzt vielleicht nicht so, der ist voll einfach hier. Was macht denn Blatt? Man kann sagen, Flynn Zauber lieber, aber der hat keine TP mehr. Komm. Der hat noch so viel AP, ey. Ey. Oh, sehr gut, Flynn. Und du auf Repeat. Repeat hat auch mitgekämpft, ne, Leute. Nichts bekommen, leider. 91 LP. Das ist auch was. 90 mal mehr LP als ich habe. Nein.
そんな時だというのに君は楽しそうだな。へえ、お前こそ。さあ、ユリ。おう。暗いな。 Okay. Hi, これで大丈夫。ありがとうございます。エステリーゼ様。あまり無理するなよ。明星一号、壊れちまったか。悪いことした。うん。Und wir haben halt jetzt alles gemacht. Sumanai, Bokura no Tameni. Daijoubu, Koa mo buji dashi, shuri wa dekiru wa. Okay, sehr gut. Omotta ijou ni kega nin ga ooi no ja. Estelle no okage de minna inochi wa toritometa kedo, sugu ni wa ugokasanai hounga ii wa ne. Shibaraku koko de mamori nuku shika nai ka. Sore nara koko wo torite ni shite shimaeba ii in janai? お久しぶりね、ユーリ君。ブレイブ・ヴェスペリアの噂、聞いてるわよ。手配してた傭兵では十分じゃなかったよね。こちらの不手際で迷惑かけたわ。いえ、ギルドも今混乱しているでしょう。ご尽力、感謝します。お詫びと言ってはなんだけど、ここの防衛に協力するわ。あんたが戦うってのか？まさか、私は商人よ。まあ見てらっしゃいな。フレン隊長、無事でよかった。ウィチル、何かあったのか？はい、例のアスピオのそばに出現した塔ですが、妙な術式を周囲に展開し始めました。紋章から推測するに、何か力を吸収しているようです。それに合わせてイリキア全土で住民が体調に異変を感じ出しています。吸引隊長、それって人間の生命力を吸収してるってことじゃん。デューク、生命は純度の高いマナ、それを攻撃に使うつもり？人間すべての命と引き換えに星ハミを倒すってのはこういうことだったのね。スーパー。術式は段階的に拡大しています。このまま行くと、いずれ全世界に効力が及ぶ可能性が。そんな、うだうだしてらんねえな。でも思った通り、このままだと精霊の力が足りないわ。明星一号を修理してもそれだけじゃダメね。あんなすごい威力なのに。星はみの大きさからすると、あれの何百倍もの力が必要になるわね。何百倍？そりゃまだやっぱり最悪相手ともなると途方もない力がいるんじゃの。やっぱコアを精霊に変えるしかないか。待ってくれ、僕らにも分かるよう説明してくれないか。そうだな、ちゃんと話そうと思ってたことだな。フレン、ヨーデル殿下やギルドの人間にも聞いてもらいたいんだ。ここに呼べねえか？もうユーリ、皇帝をこんなところに呼びつけようっていうの？君は本当に君のままだね。それでこそユーリなのじゃ。なんだってんだ。わかった、なんとかしてみるよ。その代わり、ユニオンやパレストラーレの人たちには君が話をつけてくれ。わかった。なら、ラングレストとノードポリカね。ああ、またひとっ飛び頼む。Oh, gut. Dann machen wir mal. Wir sind wieder vereinigt.
Ein verbessertes Rezept. Warum kommt das jetzt ausgerechnet? でも野菜炒めて食べづらいのが嫌なのよね。両手塞がって研究できないじゃない。食べながら本読んだりしたらエステルに怒られるよ。そうだ。野菜炒めも食べやすいようにパンに挟んでサンドイッチにすれば、せっかく上手に作れる料理、わざわざ台無しにしなくていいってば。野菜炒めのサンドイッチ、新鮮な発想だわ。取り入れる気満々に見えるんだが、ギターが絡むとろくなことないよ。 Okay. Es tut weh, ich hab Hunger, ich werde sterben. Ich halte das nicht aus. Au, ich hasse das. Diese Frau jammert ständig, das ist unglaublich lästig. Ach, sie ist meine Frau, sie ist doch schon in Ordnung. Ich meine ja nur. Ja. Bis, seid ihr wieder? Nein, ihr habt alle. Doch. Super. Ey. Das heißt, ich kann die beiden erstmal wieder nicht ins Team nehmen, damit super. So, das heißt, die anderen müssen jetzt wieder aufholen. So, Yuri Lowe, ja, du mich aufboben. Oh, danach, aber ich bin sicher, sein Wort würde denen zustimmen. So. Noch ein Auftrag zurück, Sophia zu schützen. Wer sind denn diese ganzen Leute hier? Wo kommen die einen alle her? Wir sind doch hier in der Nähe von diesem Fort Ego Tor oder so. Hier leben doch gar keine Leute. Schuld übertrifft sich selbst. Warum kommen jetzt so ganz Zeit kochen? Es geht's. ジュディは手の込んだ料理得意だよな。昔よく作ってたのよ。美味しそうに食べてくれる相手がいると手をかけるのは苦じゃないわ。昔家族に作ってたとか？ええ、父にね。今はあなたたちが食べてくれるから腕の振るいがいがあるの。美味しいわよ。え、リタ、何か言いました？気のせいじゃない。ツンデレ。 Also ich kannte ja schon irgendwie die ganzen Charaktere irgendwie von diesem Spiel, bevor ich es gespielt hat, schon Jahre vorher. Und ich hätte nicht gedacht, dass Rita so eine Zundere ist. Keine Ahnung. Natürlich wusste ich nicht, keine Ahnung, was deren Geschichte ist, deren Vergangenheit, Zukunft oder Rolle im Spiel, aber ich, wenn ich eins von einem Tales of Spiel immer weiß, dann die Hauptcharaktergruppe. Außerdem, selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, spätestens wenn ich mir das Spiel geholt hätte, hätte ich mich schon voll gespoilert, weil auf dem Cover sind alle Hauptcharaktere drauf. Oh, was will denn die schon wieder? Ja, muckst sie ab. Das wäre schön. Das würde mich ja freuen. なぜ？あんたがあの時なぜ俺を殺そうとしたのか分かっちまうからだよ。自分の手を汚してでも守りたいものがある。激しい感情にとらわれて自分でも思いがけないことをしちまう。 許されないことをしたのは分かっている。罪に何の咎めもないなんて、いっそ恨まれた方が。甘ったれんな。俺は別にあんたのために恨まないわけじゃないし、あんたを楽にしてやるために恨むつもりもねえ。私はどうすれば。
俺はあんたにけじめをつけることなんざ何もねえからな。てめえで考えな。わかんねえなら、俺じゃなくて、すべてを話せる仲間と考えてみな。その上でフレンを守るってんなら、ダチとして感謝するさ。Ja, ich finde manchmal ist das Spiel echt nur so ein Ego-Trip für Yuri. Wenn er es doch könnte. Warum kommen solche Skits jetzt erst? Ja, genau. Okay, Raven ist tot. RIP. Dahngreis müssen wir hin, ne? Und Nordopolika. Dahngreis, dann gehen wir mal dahin. RIP. Zur Union. Dann zur Palisade in Nordopolika. Ne, keine Ahnung. Ich finde irgendwie Yuri ist ein viel zu perfekter Charakter. Irgendwie, der hat immer irgendwie genau das Richtige zu sagen. Der macht irgendwie nie Fehler, habe ich so das Gefühl. Dieses ganze Arc, sage ich mal, mit ihm, wo er abgemessert wurde von der einen Olle, dient doch eigentlich nur dazu, dass man schon wieder sehen kann, oh, er ist so ein cooler Charakter, er tut ja nicht vergeben, aber er steht da drüber irgendwie, sie ist jetzt diejenige, die sich schlecht fühlt und so, und ja, keine Ahnung. Hier ist irgendwas. Hey, bist du das, Carol? Dean. Wer ist denn das? Ich werde euch vorstellen, das ist Dean von der Jagdklinge. Er hat sich wirklich gut um mich gekümmert, während ich in dieser Gilde war. Das sind meine Gildenkameraden von der heldenmutigen Vesperia. Ich hörte, dass du eine eigene Gilde gegründet hast, nachdem unsere liebe Nan dich ausgeworfen hat. Und läuft bisher alles gut? Ja, wir schlagen uns so durch. Carol? Was? Was ist denn los? Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Deine Zeit bei den Jagdklingen verlief nicht ohne Reiberei, nicht wahr? Was? Ach nein, Dean hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Junge hat den Angewohnern größer zu tun als ist, und die anderen haben ihn dafür kräftig gepiesackt. Ich habe dabei nicht mitgemacht. Ich war am Anfang genauso und konnte ihn daher verstehen. Es freut mich zu sehen, dass du mit einer neuen Gruppe hier prima zurechtkommst. Ja, wir geben unser Bestes, unsere größte Mühe. Da fällt mir ein. Ich muss euch alle um einen kleinen Gefallen bitten. Was gibt's? Ich gehe nach Desir, um mich um ein Monster zu kümmern, das allerdings ein sehr harter Brocken zu sein scheint. Den Boss und Tyson kann ich nicht fragen, denn die sind weg, um andere Jobs zu erledigen. Damit sollst du was mir helfen? Darauf läuft es etwa hinaus, ja. Na, sollten wir den Job übernehmen? Ja. Ja, ihr werdet es machen? Na klar, jeder Freund von Carol ist auch unser Freund. Sagen wir uns einfach, was zu tun ist. Im Namen der heldenmutigen Vesperia, des hellsten Sterns Firmament, nehmen wir diesen Auftrag an. Mensch, Carol, so erwachsen habe ich dich ja noch nie gehört. Drehen gehört. Also gut, beide durch, aber auch gründlich vor, damit diesen Kerl ist nicht zu spaßen. Genau. Da mein Kunde in Mantaik auf mich wartet, werde ich schon mal vorausgehen. Hat man Taik gesagt, nicht wahr? Ja, ja, ist daran irgendetwas merkwürdig? Ich habe mich nur gefragt, was geschieht, was es sich bei dem Monster hinter dem bisher um Pharaoh handelt. Aber Pharaoh ist doch bereits Ifrit geworden, wollte ich gerade sagen. Das heißt also, falls es bei diesem Job um Pharaoh geht, sollten wir ihn lieber nicht übernehmen. Wir haben aber bereits gesagt, dass wir ihn übernehmen, und schließlich Steen.
Machen wir uns auf den Weg nach Mantei, dann wird es sich ja leichter fallen, uns zu entscheiden, wie wir vorgehen sollen. Es hört sich vernünftig an. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns aber vergewissern, dass wir alles Nötige haben. Ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ist halt nicht so ein krasser Kampf. Sodia und Yuri. Ja, weil die den die ganze Zeit so anfaucht. Warum kann Yuri sie nicht leiden? Ja, keine Ahnung, vielleicht weil sie ihn die ganze Zeit immer so anstarrt, als würde sie ihn gerade ermorden wollen. Und weil sie ihn einmal zu einem, in einem Punkt ermordet hat. Also ja. Okay. Gott, ich frage mich, warum er sie nicht leiden kann. Nee. Jetzt bevor die ihn abgestochen hat, ey, war die auch schon... Oh, dann noch mal nach Nordopolika. Nur mal Prinz Ioda. Loda. Prinz Luda. Prinzenrolle Luda. So. Und holen den jetzt noch. Ich weiß, dass der da ist in Nordopolika. Ist er nicht in Saphirs? Und er ist jetzt da umgesiedelt, weil das jetzt hier alles so krass ist. Ah, okay, ich dachte, ich sollte vielleicht mal... Obwohl, lass mal kurz hier kurz übernachten. Einfach so. Ich meine, TP und so weiter alles nachfrischen. Soll vielleicht auch mal gucken, gibt es neue Sachen zum Erstellen? Keine Ahnung, immer wenn ich irgendwas in der Story mache, denke ich irgendwie, da kommt schon direkt neue Sachen oder so, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Ich habe so gut wie alle Sachen, die man herstellen kann, übrigens hergestellt. Okay. Ich sollte mich wirklich mal darauf konzentrieren, echt mal die Story jetzt zu Ende zu bringen. Das Spiel wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit weitergehen, nachdem ich alles storymäßig erledigt habe, ne? Deswegen, ja. Guck mal. Aber irgendwann muss ich ja mal mit der Story weitermachen, ne? Fertig sein, meine ich. Ja, sowohl als auch. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, hier sind wieder überall Quests aufgetaucht. Allein schon mit hier wegen Dangris. Diese eine Szene. So Gefühl sind schon direkt wieder neue Sachen verfügbar. Aber ich renne jetzt nicht noch mal durch die Gegend und suche nach Quests. Ich will jetzt erstmal. Am liebsten würde ich ja erstmal den Punkt erreichen, genau vorm finalen Boss. Das ist, glaube ich, so ein gutes Zeichen, wenn ich Sachen machen kann. ユニオンとパレストラレも
Klingt schon irgendwie so viel zu. Ihr hofft euch viel zu viel. Ja, ich will gerade sagen, das ist schon gut, wir kapieren euch Frauen auch nicht. Okay. Dann zurück nach Hyponia. Lass mich mal von Egator, glaube ich, hier am nächsten, ne? So, ich nehme jetzt mal an, die sind jetzt da, wo ich diese Staubwolke gerade gesehen habe, ne? Ich jetzt nur wüsste, wo das war. Irgendwo hier, ne? Glaube ich hier. Das sieht ein bisschen anders aus wie vorher, was? Und jetzt in der Festung hochgezogen hat. So. Warum? Gerade weil du das jetzt schon sagst, habe ich so das Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird. Ich habe schon zu viele Rollenspiele gespielt, um zu wissen, dass es schon, weiß nicht. Na, pass auf. この世からなくなる。結界もなくなる。
大混乱になるな。でなきゃ、デュークか星波にやられて一貫の終わり。選択の余地はないが、果たして受け入れられるか。誰も破滅の未来を望んでいないと思います。辛くても生きていれば前に進めます。うん、だから僕たちはやるんだ。 人々の混乱を防ぎ、圧政導くのは帝国の務め。今こそ人々のための知性を敷く時なのですね。我々も忙しくなりますね。人々の生活基盤を整えてブラスティアに代わる産業を確立。燃えるわね。結界なしで魔物を退けるための方法も考えなければ。傭兵ギルドや曲がりの剣だけじゃ 騎士団の再編をギルドと合同で行うというのはどうでしょう。面白い試みだけど、すんなりいくかしら。Und alles glatt zu laufen, anscheinend. Tut mir leid, dass ich dich, dass ich dir nicht getraut habe, Estelle. 最後まで立ち会わないのか? ああいうのは俺らの仕事じゃねえだろ。そうそう、お偉いさんがまとめればいいんじゃない。彼らが思うよりも人々は今の生活から離れられないと思うけれど、彼らはそれを整えるのが仕事。私たちの仕事は星波をぶっ潰してデュークのやつを止めること。うむ。Du すまねえな。面倒なこと全部お前らに回しちまって。こっちのセリフだ。いつも一番辛いところを君たちに任せてしまって。すまない。さあ、僕らも頑張らなくちゃ。でも世界中のコアにアクセスする方法が、それなんですけど、アレクセイやバルボスの残した研究成果の中に ブラスティア間のネットワークを構築するみたいな記述が。本当？それ今どこにあるの？ In Aspion, ne? Lass mich raten. 僕の私物と一緒に運んできました。 Okay. ちょっとねえ、人の荷物勝手に見る気ですか？ あ、私も行ってきます。 行っちゃった。 相変わらずブレイブベスペリアはにぎやか。うんにゃ、うるさいのじゃ。それが僕らの流儀なんだよ。少し。Aber die sind nicht Mitglieder in unserer Gilde, also. Hat sich von allen getrennt. Ich sehe einen Speicherpunkt in der Nähe. Ich würde mal gerne den Part beenden. Ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Da ist ein Speicherpunkt in der Nähe. Gut, würde ich sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und machen dann hier mit der Story weiter. Und ja, sehen wir, was nächstes passiert. Ich danke euch alle fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like. Ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.